Ich finde, die Zeit wäre jetzt reif, auch in Deutschland für einen Freedom Day. Für einen Freedom Day. Alle Erwachsenen haben ein Impfangebot. Die Kinder und Jugendlichen, die Jugendlichen haben auch ein Impfangebot. Für die Kinder reden wir über eine Gefahr, die nicht über die der herkömmlichen Influenza hinausgeht. Das bestätigen alle Pädiater einhellig. Und deswegen gibt es kein Argument mehr, noch weiter derart drastisch Grundrechte einzuschränken und erst recht nicht Kindern nach 1,5 Jahren immer noch weiter Bildung zu verwehren oder sie zumindest so zu gestalten, dass naja, dass die Lebensfreude bei Kindern sehr weitgehend auf der Strecke bleibt. Also Schule ist nicht nur dort was lernen, sondern ist auch Ausflug, ist auch das Theaterspiel, ist die Klassenfahrt. Und das ist die eine Kindheit, die die Kinder haben. Und da sind 1,5 Jahre verdammt viel.